Ja, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich auf die NATO blicken. Die NATO ist das größte Militärbündnis der Welt. Sie wird von den USA angeführt und sie war schon in verschiedene Skandale verwickelt, wie die Bombardierung von Serbien 99, die NATO-Geheimarmeen Gladio, der Angriff auf Afghanistan 2001 und jetzt die Konfrontation mit Russland in der Ukraine. Das sind alles sehr spannende Themen, die ich in diesem Video behandeln möchte und die in den Mainstream-Medien selten zur Sprache kommen. Die NATO wurde am 4. April 1949 in Washington gegründet, ist jetzt 75 Jahre alt. Im Bild seht ihr den NATO-Generalsekretär Stoltenberg und der schneidet hier mit der belgischen Außenministerin Labibe eine Geburtstagstorte an. Die Pressekommentare sind aber so, FAZ sagt, die NATO feiert, aber die Stimmung bleibt düster und auf ORF Stoltenberg ruft zur Einigkeit auf. Das heißt, man sieht, wenn man die Presse ein bisschen durchschaut zur NATO, dass doch auch einige Journalisten erkennen, dass die NATO nicht unumstritten ist, dass es da verschiedene Probleme gibt und darum macht es sehr viel Sinn, da mal genauer hinzuschauen. Was ist eigentlich mit der NATO? Wo kommt die her? Und was ist eigentlich da in der ganzen Geschichte gelaufen? Insgesamt habe ich 10 Punkte, die ich in diesem Video behandeln möchte. Und der erste Punkt sind eben die 32 NATO-Mitgliedstaaten. Es ist ja so, die Welt hat im Moment 193 Staaten, das ist Brasilien, das ist Nigeria, das ist Indonesien, das ist Russland, das ist Deutschland, das ist China, das ist USA, Kanada, Schweiz, Luxemburg und so weiter. Insgesamt sind es 193 und von diesen 193 ist jetzt eine kleine Gruppe, und das sind diese 32 NATO-Mitgliedstaaten, in einem Militärbündnis vereint. Und dieses Militärbündnis heißt North Atlantic Treaty Organization. Das sind diese 32 Staaten. Man sieht sie grün markiert, also die USA führen die NATO an, auch Kanada gehört zur NATO. Und dann in Europa sieht man, Deutschland ist Mitglied, Frankreich ist Mitglied, Großbritannien ist Mitglied. Und es heißt zu Recht eben North Atlantic, also das N steht für Norden, im Norden des Atlantiks. Der Atlantik ist natürlich der Ozean zwischen Europa und Amerika. Und Nordatlantik zeigt eben auch sehr klar die Region, wo die NATO sozusagen ihre Bündnispartner hat. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, die Österreicher sind nicht Mitglied der NATO und die Schweizer sind auch nicht Mitglied der NATO. Das ist sehr wichtig. Also ich bin ja Schweizer, ich mache dieses Video hier auch in der Schweiz. Ich schaue also von außen auf die NATO, auch wenn natürlich auch in der Schweiz immer wieder darüber gesprochen wird, sollte die Schweiz nicht auch Mitglied der NATO werden? Ich bin der Meinung, nein, auf keinen Fall, aber dazu später mehr. Die Gründung der NATO war, wie gesagt, 1949. Das war in Washington und sehr wichtig zu verstehen ist, wer eigentlich die NATO gegründet hat. Das war der amerikanische Präsident Harry Truman. Dieser Mann hat auch die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen und dieser Mann hat auch die CIA gegründet. Das ist der Auslandsgeheimdienst der USA. Das heißt, er hat das Atomzeitalter mit den Atombomben gestartet, hat die CIA gegründet und hat die NATO gegründet. Das Harry Truman ist eigentlich der Mann, der wirklich die gesamte internationale Sicherheitspolitik in fundamentaler Weise geprägt hat. Und das wirkt sich bis heute aus, weil wir sind ja weiterhin im Atomzeitalter. Also hier das Bild von Harry Truman. Ich habe ein Logo der Central Intelligence Agency, der CIA, auf sein Revers gelegt, weil eben die CIA gegründet hat. Und am 4. April hat er dann die NATO gegründet. Zuerst waren das nur 12 Staaten, nämlich die USA, Frankreich und Großbritannien. Das sind übrigens Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat. Dann Belgien, Dänemark, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Portugal. Also diese 12 sind die ersten Mitglieder der NATO und unten habe ich nochmals festgehalten, Truman hat 47 die CIA gegründet und 45 hat er Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Das war meiner Meinung nach ein schweres Verbrechen, Atombomben auf Zivilisten abzuwerfen und das hat eben dieser Mann gemacht, Harry Truman, und er ist gleichzeitig der Gründer der NATO. Natürlich, er hat die NATO gegründet mit 12 anderen. Zusammen bilden sie dann den North Atlantic Treaty Organization, diese NATO.
die Ziele der NATO waren eigentlich, wenn man sich daran erinnert, 1945 war ja Deutschland besiegt, Hitler-Deutschland war besiegt und die Briten haben ziemlich klar gesagt, dass das Ziel der NATO eigentlich darin besteht, die Deutschen unten zu halten, to keep the Germans down. Das ist das Ziel der NATO und vor allem das Ziel der Briten und der Amerikaner. Schauen wir uns das im Originalzitat an. Das war Hastings Lionel Ismay, das war ein Brite und er war der erste Generalsekretär der NATO und er erklärte, dass die NATO gegründet wurde, um die Sowjetunion draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Also auf Englisch, to keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down. Das wurde dann auch in der Neuen Zürcher Zeitung am 4. April 2024, also zum 75-jährigen Jubiläum wurde das auch in der Neuen Zürcher Zeitung hier in der Schweiz nochmal erklärt. To keep the Germans down ist eigentlich das Ziel der NATO. Und das war eigentlich die Überlegung von London und von Washington, einfach diesen großen Einfluss, den Deutschland immer wieder gehabt hat, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, diese kriegerische Kraft, diese eigentlich zu beschränken. Und auch sozusagen die Sowjetunion, die kommunistische Sowjetunion, sozusagen außerhalb der NATO zu halten. Und dann kam ja die Konfrontation von NATO und Warschauer Pakt. Aber das einfach als Erinnerung, dass man sich daran erinnert, to keep the Germans down, war ein Gründungsziel und wurde so vom ersten Generalsekretär der NATO auch klar dargelegt. Kann man sich fragen, wie viele Menschen sind denn heute in der NATO? Das sind rund 1 Milliarde. Also wir sind jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und in diesen grünen Ländern, wenn man die Zahlen summiert, sind rund 960 Millionen, kann man ein bisschen aufrunden und sagen wir 1 Milliarde. Und wir sind insgesamt 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Das heißt, ein Achtel der Weltbevölkerung wohnt in den NATO-Staaten. Natürlich das größte NATO-Land sind die USA mit 330 Millionen Einwohner. Das heißt, die NATO ist nicht die Weltbevölkerung. Das ist sehr wichtig zu verstehen. 7/8 der Menschen wohnen nicht in der NATO. Allein China hat eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden. Das heißt, China hat mehr Menschen als alle 32 NATO-Staaten zusammen. Und auch Indien hat eine Bevölkerung von rund 1,4 Milliarden Menschen. Auch Indien hat mehr Menschen als alle NATO-Staaten zusammen. Die Inder und die Chinesen und die Russen und die Südafrikaner und die Brasilianer haben sich ja in den BRICS-Staaten zusammengeschlossen. Und die BRICS-Staaten können bis zu einem gewissen Grad als Gegenpol der NATO verstanden werden. Als zweiter Punkt möchte ich eigentlich erklären, dass die USA die NATO dominieren. Also im ersten Punkt habe ich jetzt erklärt, dass es 32 NATO-Mitgliedstaaten gibt. Aber wenn man das weiß, weiß man einfach, okay, die sind wohl gleichberechtigt. Alle 32, also Deutschland und Frankreich und die Niederlande und die USA haben in etwa das gleiche Recht in der NATO und das ist nicht so. Ja. Es ist ganz klar, wenn man die Geschichte der NATO studiert, dass man erkennt, dass die USA das mächtigste Land sind. Das heißt, wir müssen den Blick auf die USA richten. Hier natürlich zwischen Kanada und Mexiko gelegen, 330 Millionen Menschen, die in den USA wohnen. Und der Generalsekretär der NATO ist immer ein Europäer. Derzeit ist es Jens Stoltenberg aus Norwegen. Und das täuscht, das gibt den Europäern immer den Eindruck, weil der Jens Stoltenberg ja ein Norweger ist und weil immer ein Europäer der Generalsekretär ist, haben die Europäer dieses täuschende Gefühl, die NATO würde von den Europäern angeführt. Also auch Jens Stoltenberg ist ja da auf der Torte zum 75-jährigen Jubiläum zu sehen. Aber eigentlich ist der Generalsekretär nicht der wichtigste Mann in der NATO, sondern der amerikanische Präsident. Ich möchte das kurz erklären. Also im Moment ist in den USA Joe Biden der Präsident und der Präsident ist immer der Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen und die amerikanischen Truppen wiederum dominieren die NATO. Also wer auch immer im Weißen Haus sitzt, ist der Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen. Auch in Russland der Oberbefehlshaber der russischen Truppen ist Präsident Putin und in der Ukraine der Oberbefehlshaber
der ukrainischen Truppen ist Präsident Zelensky. Das ist normal, dass immer der Präsident der Oberbefehlshaber der Truppen ist, auch wenn er oft einfach im Anzug ist. Man denkt, ja, der ist ja aber im Anzug, wie kann er der Oberbefehlshaber sein? Das ist einfach sozusagen sein normales Auftreten. Der Präsident tritt sehr selten im Kampfanzug auf. Und der amerikanische Präsident weiß natürlich auch, dass er die NATO dominiert. Das ist unter den amerikanischen Präsidenten sehr bekannt. Und alle fragen sich, ja, jetzt ist ja im Jahr 2024, im November sind wieder Wahlen in den USA. Und die Europäer fragen sich, ja, wenn jetzt der amerikanische Präsident Donald Trump diese Wahlen gewinnt, niemand weiß es, ob er sie gewinnt, es ist noch völlig offen, aber er tritt an gegen den amtierenden Joe Biden. Und es gibt noch andere Kandidaten wie Robert Kennedy Jr. etc. Aber die Europäer fragen sich natürlich, was, wenn Trump kommt? Das kann ich nicht beantworten, das schauen wir dann im November. Ich bin ja Historiker, ich schaue nicht in die Zukunft, sondern ich schaue zurück in die Vergangenheit und versuche da eigentlich Muster zu erkennen, die für die Gegenwart relevant sind. Und eine Aussage ist sehr interessant von einem amerikanischen Präsidenten, das war Nixon. Präsident Nixon hat gesagt, die Amerikaner dominieren die NATO. Das hat er ganz klar und offen gesagt, hier das Zitat. Er hat gesagt, die NATO ist die einzige internationale Organisation, die jemals funktioniert hat. Und zwar deshalb, weil es eine militärische Organisation ist, also hierarchisch, und wir sie anführen. Das sagte Nixon und das Zitat ist aus dem Independent, das ist eine englische Zeitung. Ich bin derselben Meinung, weil wenn man den Nordatlantikvertrag liest, das ist also das Gründungsdokument, dann stellt man sehr schnell fest, dieser Verein, man kann es als Verein, also ist die größte Militärallianz der Welt, aber trotzdem ist ein Verein von verschiedenen Staaten, also dieser Verein, den kann man verlassen, man kann die NATO verlassen, aber wo muss man kündigen? Bei den USA. Und wo wird der Nordatlantik-Vertrag aufbewahrt? Auch bei den USA. Das steht auch so im Vertragswerk und das zeigt die Dominanz der USA. Also der Vertrag wird in den Archiven der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt. Das ist Artikel 14 vom Nordatlantik-Vertrag. Und jedes Land kann aus dem Vertrag ausscheiden, kann also die NATO verlassen. Und zwar ein Jahr, nachdem sie der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Kündigung mitgeteilt hat. Das heißt, wer aus der NATO austreten möchte, also wenn Deutschland aus der NATO austreten möchte, hat man eine Kündigungsfrist von einem Jahr und man muss es den USA mitteilen. Das zeigt einfach, dass die USA die NATO dominieren und dass es jetzt nicht eine Gruppe von 32 gleichberechtigten Staaten ist. Ein anderer Punkt, der auch klar ist, warum die USA die NATO dominieren, ist, wenn man auf den sogenannten SACEUR schaut. SACEUR ist die Abkürzung für Supreme Allied Commander Europe und das ist eigentlich der höchste General in der NATO. Das ist die militärische Kommandostruktur hat immer eine klare Struktur und der SACEUR ist eben der höchste General in der NATO. Der Generalsekretär, der Jens Stoltenberg, der ist für politische Kommunikation zuständig. Er ist kein militärischer Befehlshaber. Und der erste SACEUR war eben ein Amerikaner und das war ein sehr bekannter Amerikaner damals. Das war Dwight Eisenhower. Er wurde 1951 der erste SACEUR, also die NATO wurde 1949 gegründet, dann 1951 wurde der erste SACEUR ernannt und der war ein bekannter General aus dem Zweiten Weltkrieg und der war dann eben der Oberkommandierende der NATO-Streitkräfte und von 1953 bis 1960 war er später Präsident in den USA. Das ist also nochmal eine Stufe höher als der SACEUR, das ist der Präsident. Weil der Präsident in den USA kontrolliert alle Generäle unter sich, inklusive dem NATO. Genau. Heute ist der SACEUR Christopher Cavoli und es ist wiederum ein amerikanischer General. Und wenn man in der Geschichte zurückgeht und schaut, war denn mal ein Europäer, vielleicht ein Deutscher oder ein Franzose SACEUR? Nein, nie, niemals. Und das bedeutet eigentlich für mich ganz klar, dass die NATO von den USA angeführt wird. Also wer die militärische Geschichte untersucht, sieht, aha, immer ein amerikanischer General, der die NATO anführt. Hier ein Bild von General Cavoli, der höchste General der NATO ist immer ein US-Amerikaner. Er trägt den Titel Supreme Allied Commander Europe, das ist eben SACEUR. Und seit 2022 ist das Christopher Cavoli.
Er kommandiert übrigens auch das European Command, das USUCOM, und das hat seinen Sitz in Stuttgart in Deutschland. Darüber wird nicht so oft gesprochen, aber die Amerikaner haben ja die ganze Welt aufgeteilt in Kommandozonen. Ein NORTHCOM, ein SOUTHCOM, ein UCOM, ein AFRICOM, ein Central Command und ein INDOPACOM. Das heißt, diese amerikanischen Kommandozonen und die NATO überlappen. Schauen wir uns diese Kommandozonen der Amerikaner kurz an. Hier NORTHCOM ist Nordamerika, SOUTHCOM ist Südamerika, AFRICOM grün, ist das amerikanische Kommando für Afrika. Und das USUCOM umfasst eben Europa. Also Deutschland, die Schweiz und Österreich liegen im US European Command. Und auch Russland, seht ihr, unterliegt dem US European Command. Natürlich haben die Amerikaner nicht die Möglichkeit, Russland zu kontrollieren, aber sie haben einfach sozusagen die Welt aufgeteilt in Kommandozonen. Auch das Central Command hier, da hat man Saudi-Arabien, Iran drin. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Amerikaner den Iran kontrollieren können. Oder das Indo-PACOM, das ist das United States Indo-Pacific Command, hier blau eingezeichnet, da ist China drin. Und die Chinesen würden nämlich sagen, ja, okay, ihr teilt uns da ein in einen amerikanischen Kommandobereich, aber ihr habt eigentlich überhaupt nichts zu sagen bei uns in China. Aber einfach, um zu verstehen, das US European Command ist eben überlappend mit der NATO-Struktur, insofern, dass eben Gavioli, der höchste Kommandant innerhalb der NATO, nämlich der SACEUR, auch der höchste Kommandant im European Command ist. Das heißt, aus den zusammengefasst, wenn man sich nicht so gut auskennt, aber zusammengefasst kann man wirklich aus den Kommandostrukturen ganz klar herauslesen, dass die USA die NATO anführen. Und eben da hier vielleicht nochmal das Bild. Stoltenberg darf die Torte anschneiden, also er ist in der Öffentlichkeit, Gavioli ist nicht in der Öffentlichkeit, aber US-General Gavioli ist der weitaus mächtigere Mann, er arbeitet aus dem Hintergrund und die Europäer dürfen die Torte anschneiden. Die Franzosen haben sich hin und wieder geärgert über diese Dominanz der USA, und es ist tatsächlich so, dass der französische Präsident Charles de Gaulle 1966 gegenüber den USA protestiert hat, dass immer die USA in der NATO alles dominieren. Er hat dann die Franzosen nicht ganz aus der NATO rausgenommen, aber aus der Kommandostruktur. Schauen wir uns das kurz an. 1966 zog Präsident Charles de Gaulle hier links im Bild Frankreich aus der Kommandostruktur der NATO ab, weil er die Souveränität von Frankreich gefährdet sah. Und er wollte die Dominanz der USA nicht hinnehmen. Es gab hin und wieder mal Streit. Und das Hauptquartier und das militärische Oberkommando war damals in Frankreich. Und die mussten also Frankreich verlassen, mussten Paris verlassen und zogen nach Brüssel bzw. Mons in Belgien. Also das Supreme Headquarter Allied Powers Europe ist jetzt in Mons und das NATO-Hauptquartier ist in Brüssel. Finde ich noch interessant für die Europäer, das zu verstehen. Es gab schon mal einen Streit über diese amerikanische Führungsrolle der NATO, und es waren die Franzosen, die sich gewehrt haben. Es waren nicht die Deutschen, es waren nicht die Italiener, sondern es waren die Franzosen. Die haben gesagt, wir wollen das nicht, haben sich kurz zurückgezogen, sind dann später wieder in die militärische Kommandostruktur zurückgekommen. Aber sie haben gesagt, das Hauptquartier in Europa, das muss aus Frankreich weg, und das ist jetzt in Belgien. Hier ein Bild, es sieht nicht spektakulär aus, das ist das Supreme Headquarter Allied Power Europe. Das ist einfach ein Bürogebäude in Belgien, aber dort hat US-General Gavioli seinen Sitz. Und schauen wir uns noch das NATO-Hauptquartier in Brüssel an, das alte NATO-Quartier im Hintergrund, Old NATO Headquarter, HQ steht für Headquarter, Hauptquartier. Und das neue sind eben diese Bogen, die man links im Bild sieht, vielleicht hier noch ein Foto von der Seite, das ist das neue Hauptquartier in Belgien, das ist das Hauptquartier der NATO. Da kann man aber nicht einfach reinlaufen und mit den Verantwortlichen diskutieren, sondern die NATO ist natürlich ein Militärbündnis, und als Militärbündnis ist das immer alles sehr abgeschottet. Und wenn man Fragen an die NATO stellt, das habe ich selber mal gemacht im Rahmen meiner Forschung zu den NATO-Geheimarmeen, dann wird man eigentlich abgewimmelt. Also die NATO ist kein transparentes Bündnis, ist bei allen Militärbündnissen eigentlich so, oder gibt es Militärgeheimnisse, und die werden dann nicht mit der Öffentlichkeit
geteilt. Okay, also bis jetzt wissen wir, die NATO hat 32 Mitgliedstaaten und angeführt wird die NATO durch die USA. Kommen wir zum dritten Punkt. Die NATO-Staaten geben sehr viel Geld für Rüstung aus. Das ist Punkt 3. Die Militärausgaben aller NATO-Staaten summiert sind mehr als $1 Billion. Also das ist eigentlich eine unglaubliche Summe. Und ich bin der Meinung, man könnte das Geld besser verwenden, als in Rüstung zu investieren. Aber trotzdem schauen wir uns an, 1 Billion, das ist ja eine Zahl, die wir, ja, sagen wir mal, selten hört. Wir kennen 1 Million. Die Million hat 6 Nullen. Als nächstes kommt die Milliarde, die hat 9 Nullen. Und dann kommt die Billion, die hat 12 Nullen. Verrückte Zahlen. Die Tatsache ist die, die NATO-Staaten geben immer mehr Geld für Soldaten, Waffen und Krieg aus. Und hier mal ein Bild von einer Rüstungsfirma in den USA, das ist Lockheed Martin, der amerikanische Präsident geht hin und schaut sich das an, was wird da produziert. Und vielleicht habt ihr es immer wieder mal gelesen, hier ein Zeitungsartikel aus dem Standard in Österreich, da heißt es, 31 NATO-Staaten, das war vor dem Beitritt von Schweden, erreichen dieses Jahr laut Stoltenberg das 2%-Ziel für Rüstungsausgaben. Das heißt, der Stoltenberg sagt immer, jedes Land sollte 2% seines Bruttoinlandproduktes für Rüstung ausgeben. Das heißt, der Stoltenberg versucht eigentlich immer alle NATO-Staaten dazu zu bringen, mehr Geld in die Rüstung zu investieren. Und die NATO-Staaten kaufen dann eigentlich nicht nur, aber vor allem in den USA bei amerikanischen Konzernen Rüstungsprodukte ein. Und dadurch ist eigentlich die NATO auch ein Absatzsystem für amerikanische Rüstungsprodukte. Die USA selber geben am meisten Geld aus für Rüstung und Krieg und Militärprodukte. Hier die Grafik, im Moment sind es 916 Milliarden und dann kommen die 9 Nullen, wenn man das vergleicht mit Russland. Russland rund 100 Milliarden, die Amerikaner 9-mal mehr, 900 Milliarden. Das ist also alles ziemlich verrückt auf der heutigen Welt. Wir investieren in Rüstung und haben Hungertote gleichzeitig. Die Briten haben 74 Milliarden, Deutschland hat 66 Milliarden, die Deutschen erhöhen ja auch jetzt dauernd ihre Rüstungsausgaben und in der Summe überschreiten natürlich diese Ausgaben, wenn man USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammennimmt, diese Billion bei weitem. Die Schweizer geben etwa 6 Milliarden aus, die Österreicher etwa 3 Milliarden. Also was die Österreicher pro Jahr ausgeben, geben die USA ja in einem Tag schon fast aus. Und die Rüstungsausgaben sind ein großes Problem heutzutage. Ich denke immer, wenn man dieses Geld in Heilung investieren würde, in friedliche Kommunikation, in Traumaarbeit auch, dann könnte man wirklich sehr viel Gutes tun. Also es gibt, das Geld ist da, aber es läuft Richtung Landminen, es läuft Richtung Raketenwerfer, Flugzeugträger, Panzer. Und solange wir natürlich so viel Geld in die Rüstungsindustrie investieren, werden wir nicht aus der Gewaltspirale herauskommen. Das heißt, damit möchte ich sagen, die NATO-Staaten treiben die Rüstungsausgaben an, mehr als 1 Billion, das war Kapitel 3. Und jetzt möchte ich ein bisschen die Geschichte zurückgehen und die verschiedenen Skandale, also nur einige Skandale anschauen. Der erste ist der Skandal über die Operation Gladio. Die Operation Gladio ist vielen überhaupt nicht in Erinnerung. Ich habe dazu ein Buch geschrieben. Das ist meine Doktorarbeit. Da habe ich 4 Jahre lang daran gearbeitet. Es geht um die NATO-Geheimarmeen. Also der Skandal besteht darin, dass ja jedes Land eine Armee hat, aber diese Armee muss bekannt sein, darf nicht geheim sein. Das Budget muss bekannt sein, wer sie anführt, muss bekannt sein, wo die Waffen lagern. Und die NATO hat eben Geheimarmeen, sogenannte Stay-Behind-Armeen aufgebaut, die den Parlamentariern und auch der Öffentlichkeit oder den Journalisten überhaupt nicht bekannt waren. Und das war der sogenannte Gladio-Skandal in Italien. Schauen wir uns das kurz an. 1990, das ist ja Ende des Kalten Krieges, wird in Italien die Operation Gladio aufgedeckt. Gladio eben der Name dieser geheimen Armee.
Am 3. August bestätigte Italiens Premierminister Giulio Andreotti hier links im Bild die Existenz einer Geheimarmee mit Namen Gladio in Italien. Gladio sei Teil des Stay Behind, Stay Behind heißt, dass man hinter den feindlichen Linien bleibt, Netzwerkes der NATO, das durch die CIA und den MI6 aufgebaut wurde und auch außerhalb Italiens existiert. Unten habe ich eben mein NATO-Buch angegeben, wer dazu mehr wissen will. Und das Logo der CIA, also hier ist das ein bisschen ausführlicher dargelegt. Es ist nicht nur in Italien hat diese Geheimarmee existiert, sondern es gab sie eben auch in Frankreich und auch in Deutschland. Und in Deutschland wurden Rechtsextreme in diese Stay-Behind-Geheimarmee integriert, um eine antikommunistische Haltung zu garantieren. Es gab die Geheimarmee auch in Norwegen, auch in Dänemark, auch in Griechenland, auch in der Türkei, auch in Spanien, auch in Portugal. Das heißt, in allen NATO-Staaten von Westeuropa. Und dann, brisant, auch in neutralen Staaten wie der Schweiz. In der Schweiz hieß sie dann P26. Und die Schweiz war ja gar nicht Mitglied der NATO. Und das ist eigentlich der Skandal, dass es eine Geheimarmee gab in verschiedenen Ländern und dass die NATO diese Geheimarmeen strukturiert hat. Das wurde dann auch bestätigt vom SACEUR. Ich habe ja schon erklärt, der SACEUR, der Supreme Allied Commander Europe, ist immer der höchste General in der NATO, und das ist immer ein amerikanischer General, all das ist jetzt schon bekannt. Hier der SACEUR am 7. November bestätigt John Galvin, links im Bild, vor den NATO-Botschaftern in Brüssel die Existenz der Stay-Behind-Geheimarmeen, und die britische Zeitung Observer kommentiert, die sei, Zitat, das bestgehütete und schädlichste politisch-militärische Geheimnis seit dem Zweiten Weltkrieg. Warum ist es das schädlichste? Ja, weil eben ein Staat, wenn es ein demokratischer Staat ist, keine Geheimarmeen im Staat haben darf. Weil sonst weiß man ja gar nicht, was die macht. Und ich habe dann an die NATO geschrieben, gesagt, ich hätte gern mehr Unterlagen über diese Stay-Behind-Strukturen und über die Kommandostrukturen ACC und PCC. Das waren Strukturen, die ich herausgefunden habe, dass es die gibt. Allied Clandestine Committee und Clandestine Planning Committee, CBC. Aber die NATO hat mir überhaupt keine Unterlagen gegeben. Sie hat einfach gesagt, nein, es gab keine Geheimarmee. Also die NATO hat bis heute größte Mühe, über Operation Gladio zu sprechen. Der Gladio-Skandal wurde dann 1990 im Europäischen Parlament in Straßburg auch diskutiert. Die Parlamentarier haben sich gesagt, ja, also wenn es hier Parallelstrukturen gab, dann ist ja ganz Europa sozusagen unterwandert von der NATO. Einer, der sich dazu geäußert hat, war der italienische Abgeordnete Enrico Falchi von der Grünen Partei, und er erklärte im Europäischen Parlament, Europa werde, Zitat, keine Zukunft haben, wenn wir nicht die Vorstellung beseitigen, dass wir in einer Art von Doppelstaat gelebt haben, einem offenen und demokratischen, während der andere geheim und reaktionär war. Deshalb wollen wir wissen, welche und wie viele Gladio-Netzwerke in den vergangenen Jahren in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft bestanden haben. Das heißt, dieser Politiker und auch viele andere, ich habe das alles hier im Buch dargelegt, haben gesagt, das geht so nicht, man kann keine Geheimarmeen haben, die NATO müsse bitte informieren. Die NATO hat nicht informiert. Die NATO hat gesagt, mit dem Europäischen Parlament sprechen wir nicht. Das ist uns egal, was die sagen. Und das ist schon interessant. Wenn man über die Funktion von Demokratie nachdenkt und wenn man über die Rolle von Europa nachdenkt, dann fragt man sich, wie kann der amerikanische Geheimdienst CIA und der britische Geheimdienst MI6 in Italien, in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich, in der Türkei, in Griechenland Geheimarmeen aufbauen und danach, wenn man das aufklären will, sagen, nee, darüber sprechen wir nicht. Und das Einzige, was ich sagen kann, das bedeutet, die NATO ist nicht demokratisch transparent. Das ist sie einfach nicht. Und wir haben da ein sehr, sehr ernsthaftes Problem. Weil die NATO hat dann gesagt, ja, diese Geheimarmeen, die haben gewartet auf eine sowjetische Invasion, die nie kam. Wenn die gekommen wäre, hätte die Geheimarmee Sprengstoff und Handgranaten und Maschinengewehre und Gold und so weiter in versteckten Waffenlagern genutzt, um dann hinter feindlichen Linien zu kämpfen, als Partisanen, als Guerilla. Das war die offizielle Leseart. Aber, das wissen wir heute auch, in einigen Fällen wurde eben der Sprengstoff aus diesen Waffenlagern genutzt, um Terroranschläge in den europäischen Staaten zu machen. Das ist ein absoluter Skandal. Darüber wird kaum gesprochen. Wenn wir uns das auf der Karte anschauen,
Vor allem Italien war von solchen Terroranschlägen betroffen und in der Türkei gab es einen Putsch, in Griechenland gab es einen Putsch, da gibt es auch Verbindungen zu den Geheimarmeen, in Belgien gab es auch Terroranschläge und dann heißt es immer, von den Amerikanern und den Briten heißt es immer, oh nein, 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 da haben wir gar nichts mit diesen Terroranschlägen zu tun. Hier die neutralen Länder, Österreich und Schweiz und auch Schweden und Finnland, die waren ja neutral im Kalten Krieg, da gab es auch Stay Behind. Geheimarmeen. Und die Forschung ist sehr brisant bis heute. Operation Gladio, wenn Sie mal im Freundeskreis fragen, kennt ihr Operation Gladio? Die meisten kennen das gar nicht. Es wird auch in den Medien überhaupt ganz selten darüber gesprochen. Darum habe ich mich gefreut. Ich habe dann gesucht, ja, zum 75. Jahrestag. Wo gibt es etwas über die Geheimarmeen? Und da habe ich eine Frau gefunden. Das ist Sevim Daktelen. Sie hat ein Buch geschrieben, die NATO, eine Abrechnung mit dem Wertebündnis. Westend Verlag, 2024. Gutes Buch, nur 120 Seiten, kann man in einem Tag lesen. Und in diesem Buch schreibt Sevim Daktelen, sie ist Abgeordnete im Deutschen Bundestag, sie ist eine Parlamentarierin für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist diese neue Partei, die von Sarah Wagenknecht gegründet wurde. Und Sevim Daktelen sagt Folgendes, damit ihr das mitlesen könnt. Also, zum 75. Geburtstag der NATO erinnerte die Bundestagsabgeordnete Sevim Daktelen an Operation Gladio. Zitat, eine innenpolitische Veränderung, welche die außenpolitische Orientierung hätte in Frage stellen können, war den NATO-Klientelstaaten bei Strafe des eigenen Unterganges verboten. Um solche Entwicklungen zu verhindern, setzte die NATO zur Zeit des Kalten Krieges mit ihren Stay-Behind-Gruppen, das sind eben diese Geheimarmeen, auf eigene Putschorganisationen. Sie verhinderten auch mit terroristischen Mitteln aktiv einen Machtgewinn von politischen Kräften, die die NATO-Mitgliedschaft in Frage stellten. Das ist so. Also es ist einfach, fast niemand spricht darüber, aber ich bin froh, dass Sevim Daktelen das angeschaut hat, sich dazu auch äußert. Ich habe sie in meinem Buch auch beschrieben und ich habe Frau Daktelen nie getroffen, ich kenne sie nicht. Aber ist einfach eine der wenigen Frauen, die überhaupt zum 75. Jahrestag daran erinnert, dass es NATO-Geheimarmee gab und dass diese NATO-Geheimarmeen eben in Terroranschläge verwickelt waren. Das ist innerhalb der NATO ist das Tabu. Entweder man sagt, Geheimarmeen hat es nicht gegeben, aber dann, wenn es doch bewiesen wird, sagt man, ah ja, die hat es gegeben, aber die waren nicht in Terroranschläge verwickelt, weil diese Terroranschläge, das waren nur verrückte Rechtsextreme, die nicht mehr unter der Kontrolle der CIA waren. Also es ist immer so, wird argumentiert. Okay, schauen wir einen anderen NATO-Skandal an, der bekannter ist, und das ist jetzt Kapitel 5, das ist der Angriff auf Serbien 1999. Man muss sich das so in Erinnerung rufen, die NATO hat immer gesagt, wir sind ein Verteidigungsbündnis, wir greifen niemanden an, wir warten, wenn jemand uns angreift, dann wehren wir uns, aber wir würden niemals, niemals als Erste angreifen. Okay, das war die Behauptung und das ist eine Lüge. Weil die NATO wurde ja 1949 gegründet und 1999 war der 50. Geburtstag. Und zum 50. Geburtstag hat sich die NATO ja speziell schändlich verhalten. Sie hat nämlich ihr eigenes Versprechen gebrochen und ein Land angegriffen, obwohl dieses Land, Serbien, kein NATO-Land zuvor angegriffen hat. Schauen wir uns das genau an. Also im NATO, im Nordatlantikvertrag verpflichten sich die Mitglieder der NATO, dass sie sozusagen das UNO-Gewaltverbot respektieren. Schauen wir hier das Zitat an. Die Parteien, das ist der Artikel 1 vom Nordatlantikvertrag, die Parteien verpflichten sich in Übereinstimmung mit der Satzung der Vereinten Nationen, das ist die UNO, sich in ihren internationalen Beziehungen, jetzt Achtung, jeder Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung zu enthalten, die mit den Zielen der Vereinten Nationen nicht vereinbar ist. Also die NATO, als sie gegründet wurde, hat gesagt, natürlich, wir würden niemals die UNO in Frage stellen. Die UNO, das sind die Vereinten Nationen. Und in der UNO heißt es eben, alle Mitglieder der UNO unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist Kapitel 1, Artikel 2, Absatz 4, das ist das UNO-Gewaltverbot. Hier ein Foto, wo ich auch selber drauf bin während einem Vortrag, weil ich immer in meinen Vorträgen an das UNO-Gewaltverbot erinnere. Also, die NATO wird gegründet,
1949. Die UNO wird 1945 gegründet. Das heißt, die UNO gab es schon und das Gewaltverbot gab es schon. Und dann hat die NATO gesagt, ja natürlich, wir werden uns immer an das UNO-Gewaltverbot halten. Und das hat sie, dieses Versprechen hat die NATO gebrochen, 1999. Der Angriff auf Serbien, hier in der Karte, Serbien liegt südlich von Ungarn, grenzt an Rumänien, Bulgarien, Bosnien, Kroatien. Und im Süden von Serbien hat dann die NATO in der Provinz Kosovo bombardiert und dieses Stück aus Serbien herausgebombt und Kosovo ist jetzt ein eigenes Land. Die Serben sagen natürlich, nein, Kosovo ist kein eigenes Land, das gehört uns, aber die NATO hat es nur rausgebombt, das darf man nicht und der Streit ist bis heute nicht beigelegt. Das heißt, die NATO hat hier einen sehr gefährlichen Präzedenzfall geschaffen. Ob man überhaupt ein Land bombardieren darf, darf man nicht, die UNO verbietet es, und dann ein Stück aus dem Land herausreißen darf. Wer war zuständig? Wie gesagt, die Amerikaner dominieren die NATO und darum kam der Befehl vom amerikanischen Präsidenten, der immer sozusagen der Chef der NATO ist. Der amerikanische Präsident ist der Chef der NATO und hier war es Bill Clinton, 1999 war er Präsident. US-Präsident Bill Clinton gab den Befehl zum illegalen NATO-Angriffskrieg auf Serbien. Am Abend des 24. März 1999 bombardierten die USA und ihre NATO-Verbündeten zum ersten Mal die serbische Hauptstadt Belgrad. Der Krieg dauerte 79 Tage, forderte 2500 Tote, darunter 1500 Zivilisten. Die NATO-Bomber flogen über 6000 Angriffe, bombardierten auch Chemiewerke und setzten Urangeschosse ein. Urangeschosse, die erzeugen danach eine Gesundheitsbelastung für die Bevölkerung. Das führt zu Krebs. Also dieser Angriff auf Serbien war ein sehr schweres Verbrechen und das eben 99 zum 50. Jahrestag. Wer war militärisch der Kommandant? Natürlich wieder der Supreme Allied Commander Europe, immer ein amerikanischer General. In diesem Fall war es Wesley Clark. Er leitete den Angriffskrieg gegen Serbien. Das heißt, wir sehen hier eine Struktur. 32 NATO-Mitgliedstaaten, die USA führen die NATO immer an. Und dann muss man immer schauen, wer ist der Sucker, der Supreme Allied Commander Europe. Im Moment ist das General Gavioli. 99 war das Wesley Clark. Die Serben erinnern sich natürlich an diesen Angriff, hier ein Bild, weil viele Serben getötet wurden. Und die Serben haben ein sehr schlechtes Bild von der NATO. Serbien ist auch nicht Mitglied in der NATO. In anderen Ländern, die eben auch mitgemacht haben an dieser Bombardierung, spricht man lieber nicht über den Angriffskrieg auf Serbien. Man sagt in einigen Staaten erst, die Invasion von Russland in die Ukraine 2022 hat den Krieg wieder in Europa zurückgebracht, aber es stimmt nicht. Es war schon 99 die Bombardierung von Serbien. Es waren nicht die Russen, die den Krieg wieder sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa zurückgebracht haben, sondern es war die NATO, angeführt von den USA. Und Deutschland hat sich damals beteiligt. Deutschland hatte ja eigentlich die Losung nie wieder Krieg. Das war die richtige Losung. Und dann unter Bundeskanzler Gerhard Schröder hat Deutschland mitgemacht bei der Bombardierung von Serbien. Das war illegal. Andere Staaten haben auch mitgemacht. Die Briten und die Franzosen sind immer dabei, wenn es etwas zu bombardieren gibt. Aber die Deutschen mit ihrer Geschichte, mit dem Zweiten Weltkrieg, wo man wirklich gesagt hat, wir wollen nie wieder Krieg. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Deutschland wieder reingeschlittert ist in diese Kriegstreiberei? Und das hat mit der NATO zu tun. Es ist die NATO, welche die Deutschen wieder in den Krieg hineingezogen hat. Schröder hat sich später entschuldigt. Schauen wir uns das an. Er hat gesagt, ich habe gegen das Völkerrecht verstoßen, also das UNO-Gewaltverbot, das ich eben gezeigt habe. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados, also ein Tornado ist ein Kampfflugzeug, nach Serbien geschickt und wir haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hat. Also der Sicherheitsrat ist der UNO-Sicherheitsrat in New York, der als einziger eigentlich das Mandat geben kann für einen Krieg. Die NATO darf nicht selber sich das Mandat geben, ein anderes Land anzugreifen. Die NATO sagt selber in den eigenen Statuten, wie ich dargelegt habe, dass man niemals gegen den UNO-Sicherheitsrat verstoßen würde. Aber genau, das hat man das gemacht. Also das ist eigentlich ein großer Skandal in der Geschichte der NATO. Und ich habe mich dann interessiert zum 75. Geburtstag,
wird noch an den Skandal vom 50. Geburtstag erinnert. Da bin ich so ein bisschen die Presse durchgegangen und habe in der Zeitung Junge Welt diese Kritik gefunden, sehr berechtigte Kritik, wie ich finde. Die USA, die sich nun als einzige Weltmacht sahen, bezogen spätestens 1999 beim völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, mit dem erstmals seit 1945 Grenzen in Europa mit Gewalt neu gezogen wurden, die sogenannten Verbündeten direkt in ihre endlosen Feldzüge ein. Seit jenem Jahr ist die NATO ein Kriegsführungspakt und rüstet entsprechend auf. Das heißt, hier die Junge Welt ist eine Zeitung aus Deutschland und der Artikel ist vom 4. April 24, 75 Jahre NATO. Und was ich relevant finde, die Junge Welt bezeichnet hier die NATO als Kriegsführungspakt. Wenn man sonst in den Medien liest, steht ja immer Verteidigungsbündnis. Und ich finde, der Ausdruck Verteidigungsbündnis ist wissenschaftlich falsch, weil die NATO hat ja Serbien angegriffen. Das ist keine Verteidigung. Das ist Angriff. Es müsste eigentlich Angriffsbündnis heißen. Aber weil die NATO einen so großen Einfluss hat auf ARD und ZDF und SRF und ORF und wie sie alle heißen, wird in diesen Medien selten gesagt, die NATO ist ein Angriffsbündnis. Ob schon das der richtige Begriff wäre. Schauen wir uns noch die Tagesschau an. Wie berichtet sie über den Sündenfall, Angriff auf Serbien 99, das auch, also wie berichtet die ARD zum 75. Jahrestag? Es wird nur ganz kurz erwähnt. Ein Paragraph muss reichen. Hier steht, auch wenn die NATO als Verteidigungsbündnis geschaffen wurde, griff sie immer wieder in Konflikte ein. 1999 im Kosovo, da müsste eigentlich stehen, 1999 hat sie eben Serbien illegal bombardiert, später in Afghanistan, da komme ich noch dazu, in Somalia, Doppelpunkt. Oft beteiligten sich NATO-Truppen unter der Führung der USA an Einsätzen. Müsste noch stehen an illegalen Einsätzen oder an illegalen Angriffskriegen. Finde ich interessant, dass man hier einfach Einsätze sagt. Also, ja. Wenn die Russen in der Ukraine einmarschieren, dann ist es natürlich ein illegaler Angriffskrieg. Und wenn die Amerikaner Serbien bombardieren, dann ist es einfach ein Einsatz. Die Russen sind illegal in der Ukraine einmarschiert, darf man nicht, aber der Angriff eben auf Serbien war auch illegal. Es wird immerhin zugegeben, dass die NATO immer wieder in Konflikte eingegriffen hat, obschon sie sich eigentlich als Verteidigungsbündnis gegründet wurde. 1949. Daher sage ich, 75 Jahre NATO, kein Grund zum Feiern. Kommen wir zum Punkt 6 in unserer Liste, den Angriff auf Afghanistan 2001. Das haben ja einige schon wieder vergessen, dass damals die NATO nicht nur Serbien überfallen hat, sondern danach Afghanistan. Und das war dann der längste Krieg der NATO, weil der ging 20 Jahre lang. Die NATO hat 20 Jahre lang Krieg in Afghanistan geführt. Früher war die Regel in der NATO, wir verteidigen uns nur, wenn wir angegriffen werden. Also, wenn ein Bündnisfall vorliegt. Und Afghanistan hat ja die NATO eindeutig nicht angegriffen. Afghanistan hat ja nicht einmal eine gemeinsame Grenze mit einem der NATO-Staaten. Wie also kam es überhaupt dazu, dass die NATO so weit geflogen ist mit ihren Soldaten und dann die Menschen in Afghanistan sozusagen erschossen hat? Wie konnte das überhaupt dazu kommen? Gerade jüngere Menschen wissen da vielleicht nicht mehr genau, was da passiert ist. Schauen wir uns das an. Afghanistan ist weit weg vom NATO-Gebiet. Da liegt also noch der Iran dazwischen. Und das ist ein bergiges Land am Hindukusch, wie man ja jetzt weiß. Und dieser Angriff erfolgte nach den Terroranschlägen vom 11. September. Und da hat wieder der amerikanische Präsident, das ist ja immer der höchste in der NATO, der amerikanische Präsident hat gesagt, der 11. September ist jetzt der Grund, warum die USA den NATO-Bündnisfall aktivieren wollen. Das war der amerikanische Präsident George Bush Jr., der hat gesagt, die USA wurden angegriffen. Es gab damals einen großen Terroranschlag am 11. September 2001 in New York und auch in Washington. Und das war ein sehr großer Terroranschlag mit 3000 Toten. Und da muss man sich aber fragen, wenn man die NATO noch nicht so gut kennt, was ist denn der Bündnisfall? Schauen wir uns das an. Der Bündnisfall ist eigentlich die wichtigste Dimension der NATO, weil die NATO hat sich den Schutz aller Verbündeten gegen eine mögliche Aggression als Ziel gesetzt. Kernstück des NATO-Vertrages ist Artikel 5.
der den sogenannten Bündnisfall auslöst, ein bewaffneter Angriff auf ein oder mehrere Mitglieder wird als Angriff auf das gesamte Bündnis verstanden. Das ist eigentlich immer, war immer die Definition der NATO. Man hat gedacht, ja, wenn Russland oder Polen sozusagen über die innerdeutsche Grenze marschieren, also wenn die DDR und Polen und die Sowjetunion zusammen die BRD angreifen, dann ist der NATO-Bündnisfall aktiviert. Man hat gedacht, irgendwo dort passiert das. Man hat nicht gedacht, Afghanistan greift die USA an und die USA aktivieren den Bündnisfall. Weil man hat immer gesagt, ja, die USA haben ja den Atlantik und den Pazifik, also zwei große Ozeane dazwischen. Ja, der Bündnisfall wird wohl nicht von den USA ausgelöst. Aber da hat man sich getäuscht. Die USA haben den Bündnisfall als einziges Land bisher in der 75 Jahre alten Geschichte der NATO aktiviert. Der britische Generalsekretär George Robertson hat dann gesagt, am 2. Oktober 2001, Washington habe klare und zwingende Beweise vorgelegt, dass der Saudi, also ein Mann aus Saudi-Arabien, Osama bin Laden für 9/11, das sind die Terroranschläge vom 11. September, verantwortlich sei. Jetzt, dieser Herr Robertson hat aber diese klaren und zwingenden Beweise nie vorgelegt. Er hat einfach gesagt, Bush hat's gesagt, ich habe klare und zwingende Beweise gesehen, die kann ich euch leider nicht zeigen. Und dann folgte am 7. Oktober 2001 der Angriff auf die USA, auf Afghanistan. Und das ist das Verrückte. Das ist wirklich das Verrückte. Die Terroranschläge vom 11. September wurden als Grund genommen für den Afghanistan-Krieg und der amerikanische Präsident hat den Bündnisfall ausgerufen. Das stellt natürlich für die Historiker die Frage, was passierte am 11. September 2001? Das wäre wieder ein eigenes Thema, das alles aufzudröseln. Damals in New York wurden diese Twin Towers, da steht das große 1 und 2, von Flugzeugen getroffen, dann sind die zusammengestürzt. Das haben die meisten Menschen in Erinnerung. Auch dieses Bild hier, das sind die Twin Towers. Aber es gab daneben eben das WTC-7, links im Bild, wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen und ist auch eingestürzt. Und da habe ich mich in meiner Forschung immer gefragt, ja, warum ist denn dieses Gebäude so gegen die eigene Masse eingestürzt, ohne von einem Flugzeug getroffen zu sein? Und meiner Meinung nach wurde es gesprengt. Ich habe das in diesem Buch, Imperium USA, dargelegt, WTC-7, meiner Meinung nach gesprengt. Sagen auch führende Baustatiker, wenn man das sagt, wird man natürlich sofort angegriffen. Ich bin trotzdem dieser Meinung, das ist meiner Meinung nach die Sachlage. Und wenn das die Sachlage ist, dann wissen wir gar nicht, was am 11. September passiert ist. Und dann müssen wir zugeben, Artikel 5, das erste Mal, als die NATO sozusagen aktiviert wurde, ist hier wohl zu Unrecht eingesetzt worden. Und dann haben wir also ein Militärbündnis, das größte Militärbündnis der Welt, mit Ausgaben von mehr als 1 Billion Dollar, das sich selber aktiviert, ja, über die USA. Wenn der amerikanische Präsident sagt, dieser Terroranschlag, das war ein Mann aus Saudi-Arabien. Ja, da müsste er Saudi-Arabien bombardieren. Aber er sagt, nein, aber der ist gerade in Afghanistan und führt dort die Al-Qaida, ein Terrornetzwerk an. Okay. Das wird einfach so gesagt und dann, zack, geht der Krieg los und die Amerikaner fangen an, Afghanistan zu bombardieren. Das ging so schnell, der 7. Oktober, das ging also nicht einmal ein Monat zwischen den Terroranschlägen vom 11. September und dem Angriff auf Afghanistan. Die Amerikaner sind in dieser Zeit auch um die UNO gelangt. Die UNO hat kein Mandat gegeben. Das heißt, der Afghanistan-Krieg, wie eben auch der Krieg gegen Serbien, illegal. Und es fällt schwer, heute darüber nachzudenken. Oft wird gesagt, ja, sprechen wir nicht mehr darüber, Afghanistan und so, ist nicht so gut gelaufen. Und da habe ich natürlich zum 75-Jahre-Jubiläum, jetzt 2024 ist 75 Jahre NATO, kein Grund zum Feiern, habe ich geschaut, wie hat das Schweizer Radio und Fernsehen darüber berichtet, SRF. Nach dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre nahm die NATO dann zeitweise die umstrittene Rolle einer Art Weltpolizei ein. Also sie nennen es eine umstrittene Rolle, ja, sehr wohl umstritten, nämlich illegal. So griff sie unter anderem in die Konflikte in Bosnien-Herzegowina, das war 1995, im Kosovo, das war 1999 und in Libyen, das war 2011 eins. Das Bündnis erlebte 2021 das vielleicht größte Debakel in seiner Geschichte, als der Rückzug aus Afghanistan in der Wiedereroberung des Landes durch die Taliban endete. Also das größte Debakel in seiner Geschichte.
ja, ich denke, das kann man schon sagen. Die Niederlage in Afghanistan war das größte Debakel, weil die Amerikaner und die anderen NATO-Staaten, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, die eben auch in Afghanistan gekämpft haben, die haben gesagt, wir stürzen die Taliban. Ja, aber die sind dann einfach wieder zurück an die Macht gekommen. Und das ist tatsächlich die größte Niederlage der NATO. Die NATO hat in Afghanistan verloren. Angela Merkel, die eben auch deutsche Soldaten nach Afghanistan geschickt hat, nachdem Gerhard Schröder, Vorgänger auch, sozusagen die Amerikaner sagen ja dann, Deutschland macht mit beim Afghanistan-Feldzug und dann machen die Deutschen mit. Es läuft immer eigentlich über Washington. Hat dann auch eingeräumt 2021, dass das eine Niederlage war. Die Taliban haben das ganze Land erneut unter ihre Kontrolle gebracht. Und dann Zitat, das ist eine überaus bittere Entwicklung, sagte Angela Merkel. Alles ist nicht so geglückt, wie wir es uns vorgenommen haben. Das ist eine Erkenntnis, die bitter ist, sagte Merkel, und 59 deutsche Staaten im Afghanistan-Krieg. Das beinhaltet noch nicht die hohen Opferzahlen, die die Afghanen selber hatten. Aber das ist ein Krieg, der verloren ging. Das ist ein NATO-Krieg und das ist natürlich insgesamt ein Debakel. Jetzt kommen wir zu Punkt 7. Verlassen wir Afghanistan. Die NATO-Osterweiterung ist ein weiteres sehr schwieriges Kapitel, weil die NATO hat sich ja ausgedehnt und ist dann immer näher an Russland herangerückt. Und das hat den Krieg in der Ukraine ausgelöst, der ja jetzt andauernd, ich bin jetzt hier im Mai 2024, wenn ich das Video aufzeichne, aber dieser Krieg dauert an und das ist natürlich weitaus gefährlicher als der Serbienkrieg oder der Afghanistankrieg, dieser Krieg in der Ukraine. Und der kommt aus der Osterweiterung der NATO und ich möchte kurz zeigen, was eigentlich diese NATO-Osterweiterung bedeutet. Die Russen haben immer wieder gesagt, Russland ist ja nicht Mitglied der NATO und Russland hat unter Generalsekretär Gorbatschow, der die Sowjetunion noch anführte, die sowjetischen Truppen aus Deutschland abgezogen, aus der DDR abgezogen, das waren etwa 500.000 Truppen. Und dann konnte Deutschland wieder vereinigt werden und die Amerikaner haben unter Außenminister James Baker Gorbatschow versprochen, dass sie danach die NATO nicht ausdehnen werden. Und dieses Versprechen gegenüber Gorbatschow hat die NATO und haben die USA einfach gebrochen. Es war also ein Versprechen, wie es ja die USA den Apachen und den Sioux gegeben haben. Den haben sie auch immer gesagt, geht hinter diesen Fluss, wir werden euch dann in Ruhe lassen. Und das war immer eine Lüge. Gorbatschow hat dann später gesagt, die NATO-Osterweiterung hat die europäische Sicherheitsordnung zerstört. Das denke ich auch, da hat Gorbatschow recht. Russische Vorschläge, sich zusammenzusetzen und an einer neuen Sicherheitsarchitektur zu arbeiten, wurden vom Westen arrogant ignoriert. Das sagte Gorbatschow 2015. Und das ist eben wahr. Die NATO-Osterweiterung hat Europa total destabilisiert. Und das ist ja das Verrückte. Jetzt haben wir ein Militärbündnis, das immer sagt, wir kreieren Sicherheit. Aber wenn man Gorbatschow zuhört, alles kann uns um die Ohren fliegen. Es ist so, die NATO hat eine Konfrontation mit Russland erzeugt, die sehr, sehr gefährlich ist. Also, wie war diese NATO-Osterweiterung? Das müssen wir uns kurz anschauen. Im Jahre 1988 zählte die NATO 16 Mitgliedsländer, das sind diese grünen Staaten. Ihr seht, Deutschland ist noch geteilt in zwei Staaten, BRD, das ist eben Westdeutschland, kapitalistisch, und DDR, das ist eben Ostdeutschland, sozialistisch, kommunistisch. Und in der DDR waren sowjetische Truppen stationiert und die Sowjetunion hat auch ein Bündnis, das ist der Warschauer Pakt. Der löst sich dann auf und dann dehnt sich die NATO aus. Schaut auf die DDR. Zack, die wird integriert 1990 und Deutschland wird als gesamtes Mitglied der NATO. Das nochmal zurück, zuerst so und dann so. Und das ist mit den Sowjets abgesprochen, das ist in Ordnung. Aber dann kommt 1999 Polen dazu, Ungarn und Tschechien. So, zack. Das ist eine Erweiterung, die eben ein Wortbruch ist gegenüber Russland. Also nochmal zurück, das war vor diesem Schritt und dann kommt Polen, Tschechien, Ungarn dazu. Das ist 99 im gleichen Jahr, als die NATO Serben bombardiert. Dann 2004 kommt Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Slowenien dazu. So. Und da merken die Russen, die NATO dehnt sich immer weiter aus. 2009 kommt Albanien und Kroatien dazu. Die NATO zählt dann 28 Mitgliedstaaten. 17 kommt noch Montenegro dazu.
2020 Nordmazedonien, sind wir schon bei 30 Mitgliedstaaten. Und Finnland kommt 23 und Schweden kommt dann 24 dazu. Das heißt, diese NATO-Osterweiterung, wenn ich nochmal zurückgehe, hat einen ersten Schritt, der ist in Ordnung, das war so abgesprochen, und diese weiteren Schritte waren einfach aus Sicht der Russen so nicht in Ordnung. Und dann haben die Amerikaner gesagt, im Weiteren wollen wir jetzt noch die Ukraine in die NATO hineinziehen. Und das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Der amerikanische Präsident Bush, immer der Anführer der NATO, ist nach Rumänien geflogen und hat gesagt, in Bukarest, 2008 war das, möchten wir gerne die Ukraine einladen, NATO-Mitglied zu werden. Schauen wir uns das an. Hier in Bukarest müssen wir klar machen, dass die NATO das Streben Georgiens und der Ukraine nach einer Mitgliedschaft begrüßt, sagte Bush 2008 in Rumänien. Und Kanzlerin Merkel war dagegen und Außenminister, der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier warnte, die Grenzen der Belastbarkeit Russlands dürfen nicht überschritten werden. Weil das war natürlich so. Die Russen waren auch an dieser Konferenz und haben gesagt, hey Leute, jetzt habt ihr die NATO dauernd näher an unsere Grenzen gebracht. Das bedeutet, die Amerikaner können ihre Raketen immer näher an die russische Grenze hinstellen. Und Russland ist eine Supermacht, China ist eine Supermacht und die USA sind eine Supermacht. Und bei den Supermächten ist es so, dass die das nicht tolerieren, wenn eine andere Supermacht ihre Raketen zu nahe bei ihnen aufstellt. Also als die Sowjets 1962 auf Kuba Atomraketen hingestellt hat, hat Präsident Kennedy in den USA gesagt, die müssen weg, die müssen weg. Hat nicht gesagt, ja, das ist Kuba, Kuba kann machen, was es will. Nein, da werden die Großmächte aktiv und das war eben absehbar, das heißt der Krieg in der Ukraine, wurde meiner Meinung nach durch die USA und die NATO provoziert. Putin war damals auch beim Gipfel in Bukarest und sagte, das Entstehen eines mächtigen Militärblocks an unseren Grenzen würde in Russland als eine direkte Bedrohung der Sicherheit unseres Landes betrachtet. Was nicht anderes heißt, als wenn die NATO die Ukraine aufnimmt, dann ist das für Russland die rote Linie. Und ja, es ist natürlich so, dass diese NATO-Osterweiterung eine Katastrophe ist aus heutiger Sicht. Sie hat eben keinen Frieden geschaffen, sondern sie hat den Unfrieden nach Europa gebracht. Das heißt, das größte Militärbündnis sagt immer, wir erzeugen Sicherheit. Aber wenn man de facto schaut, ja, okay, was habt ihr gemacht in 75 Jahren? Man schaut Europa an. Europa ist nicht im Frieden. Europa ist in einer Spaltung. Russland gehört ja bis zum Ural auch zu Europa. Und natürlich in der Ukraine, ja, sterben gerade jetzt, während ich das Video mache, Menschen. Kommen wir daher zum Krieg in der Ukraine. Nur ganz kurz, das ist Punkt 8. Ich habe in anderen Vorträgen länger über die Ukraine gesprochen, aber das sind die Grenzen der Ukraine 1991. Die Ukraine war Teil der Sowjetunion. Und als die Sowjetunion auseinanderbrach 1991, waren eben das die Nachfolgestaaten, Weißrussland, Ukraine, dann ja, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan etc. etc. Möchte ich nicht alles anschauen, aber hier die Grenzen der Ukraine. Schaut auf die Krim. Die Krim ist Teil der Ukraine 1991 und dann kam ja 2014 ein Putsch in der Ukraine. Der gewählte Präsident wurde gestürzt. Warum? Meiner Meinung nach, prüft das gerne selber, weil die Amerikaner eine neue Regierung einsetzen wollten, die eben das Land Ukraine in die NATO führt. Das ist meine Überzeugung, dass der amerikanische Präsident Barack Obama und seine Unterstaatssekretärin Victoria Nuland in der Ukraine einen Putsch unterstützt haben. Das war am 20. Februar 2014. Das war ein klarer Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Darüber wird sehr, sehr wenig gesprochen. Das ist jetzt hier auf der Webseite antikrieg.com, kann man das lesen. In den Massenmedien spricht man überhaupt nicht über diesen Putsch von 2014. Aber es gab eben diesen Putsch. Da wurden Scharfschützen in Kiew auf dem Maidan in Stellung gebracht. Die haben sowohl Demonstranten wie auch Polizisten erschossen. Das erzeugt Chaos. Und aus diesem Chaos heraus wurde die Regierung gestürzt. Ohne dass ich jetzt länger auf diesen Putsch eingehe, möchte ich erklären, dieser Putsch hat dazu geführt, dass eine neue Regierung an die Macht kam in der Ukraine, dass diese Regierung sozusagen gesagt hat, ja, wir wollen die Ukraine in die NATO führen. Und dann hat sich die Krim abgespalten. Sofort nach dem Putsch hat sich die Krim abgespalten 2014 und hat gesagt, wir möchten jetzt zu Russland. Das heißt, die Fläche der Ukraine wurde kleiner. Und da hat man darüber berichtet und gesagt, warum spaltet sich denn die Krim ab? Aber man hat nicht über den Putsch berichtet, sondern nur über die Abspaltung der Krim.
Und dann kam eigentlich die russische Invasion, weil nach dem Putsch hat die ukrainische Regierung, das war noch nicht Präsident Zelensky, der kam erst 2019 an die Macht, sondern seine Vorgänger, haben den Osten der Ukraine bombardiert. Das war also 8 Jahre Bürgerkrieg mit mehr als etwa 14.000 Toten, 8 Jahre Krieg in der Ukraine. Und es wurden die russischsprachigen Menschen in der Ukraine von der eigenen Regierung, von der Kiewer Regierung getötet. Und das hat dazu geführt, dass die Russen einmarschiert sind am 24. Februar 2022. Dieser Einmarsch ist illegal, aber man darf nicht vergessen, der Krieg in der Ukraine hat 14 mit dem Putsch angefangen, nicht 22 mit der russischen Invasion. Also, der Angriff von Präsident Putin auf die Ukraine am 24. Februar war ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot, das ist ganz klar so. Aber es hat eben diese ganze Vorgeschichte NATO-Osterweiterung und Putsch der Amerikaner in Kiew. Wenn wir diese Vorgeschichte nicht verstehen, verstehen wir überhaupt nichts über den Konflikt in der Ukraine. Und jetzt haben weitere Gebiete in der Ukraine sich sozusagen Russland angeschlossen, das Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson. In diesen Gebieten toben noch die Kämpfe, während wir hier die Analyse machen. Und es ist de facto ein großes, großes Drama. Es gab auch Friedensgespräche in Istanbul, die wurden dann leider sabotiert von den Briten und von den Amerikanern, weil sie den Russen eine Niederlage herbeiführen wollten. Aber für mich insgesamt bedeutet das, dass eigentlich dieser Krieg in der Ukraine zeigt, dass die NATO keine Kraft für den Frieden ist, sondern Unsicherheit schafft. Und dann argumentiert die NATO so, und das finde ich interessant. Sie sagt, jetzt haben wir uns ausgedehnt, den Putsch bespricht sie nicht. Und dann sagt sie, und jetzt die russische Invasion zeigt, dass wir noch mehr Rüstungsausgaben brauchen. Das heißt, die NATO kreiert ein Chaos und verwirft und sagt dann, weil wir ein Chaos haben, brauchen wir noch mehr Geld für die Rüstungsausgaben. Die Leute, die das nicht durchschauen, denken, ja stimmt, die Russen sind ja einmarschiert. Das stimmt, dann brauchen wir ja mehr Geld für die Rüstung. Ja, das sind ihre Steuereinnahmen, die dann eigentlich zu den amerikanischen Rüstungskonzernen fließen. Kommen wir zum Schluss. Kritik an der NATO in Deutschland gibt es natürlich. Das ist Kapitel 9. Da gibt es solche Plakate. NATO, die gefährlichste Mafia der Welt. Das ist ein Protest auf der US-amerikanischen Militärbasis Ramstein 2019. Oder dann Nein zur NATO, Nein zum Krieg. Das ist eine Demonstration in Deutschland 2009. Das heißt, diese Kritik gibt es immer wieder. Und ich habe natürlich in meiner Forschung mich auch schon zur NATO geäußert. Und ich habe mich auch kritisch geäußert. Das muss man ja auch transparent machen. Ich hab dann sozusagen diese Haltung raus aus der NATO. Das ist eigentlich die Haltung, die ich auch vertrete. Dass Deutschland besser beraten wäre, die NATO zu verlassen. Das habe ich in meinem Buch Imperium USA dargelegt. Und zwar so, ich möchte es vielleicht kurz vorlesen. Immer mehr Menschen in Deutschland lehnen diese Bevormundung durch die USA ab. Das ist der erste Satz und dann geht's weiter runter. Und berichte ich über eine Rede, die ich auf der Stop Airbase Ramstein Demonstration in Kaiserslautern gehalten habe. Dann sage ich, vor mir hat der mutige Theologe Eugen Drewermann gesprochen, den ich sehr schätze. Und er hat mit Nachdruck gefordert, dass sich Deutschland in keiner Weise an den Kriegen des US-Imperiums beteiligen dürfte. Und dann, Zitat, ich teile diese Ansicht und bin der Meinung, dass Deutschland aus der NATO austreten und in Erinnerung der eigenen Geschichte keine Truppen mehr ins Ausland schicken, sondern sich als neutrales Land für das Völkerrecht und friedliche Konfliktlösung einsetzen sollte. Die Bundeswehr sollte als reine Verteidigungsarmee im Inland stationiert sein. Das Buch habe ich am 24. April 2020 publiziert und es wurde mehr als 100.000 Mal verkauft. Das heißt, ich bin eine jener Stimmen, die sagen, Deutschland sollte aus der NATO austreten, weil es einfach sehr gefährlich ist für Deutschland. Die Amerikaner nutzen die Deutschen sozusagen als Speerspitze gegen Russland. Und wenn das sozusagen eskaliert, ja, es ist schon in der Ukraine jetzt sehr, sehr gefährlich, die Deutschen trainieren ukrainische Soldaten auf amerikanischen Militärbasen in Deutschland, liefern Waffen an Zelensky. Es sind jetzt keine deutschen Soldaten offiziell in der Ukraine im Einsatz, aber wenn das noch weiter eskaliert, dann wird es einfach für Deutschland gefährlich. Die Amerikaner haben dann noch 6.000 Kilometer Atlantik dazwischen. Und
ich denke, diese Überlegung, was ist die NATO und ist das ein Vorteil für Deutschland oder ist das ein Nachteil für Deutschland, das müsste viel mehr sozusagen auch in Deutschland debattiert werden. Wird kaum angesprochen, ja. Aber meine Haltung ist klar, Deutschland sollte aus der NATO austreten und sich sozusagen zusammen mit Österreich, der Schweiz, also der ganze deutsche Sprachraum, als neutrale Länder positionieren. Wenn wir über die Schweiz sprechen, möchte ich das als Schlusspunkt nehmen. Punkt 10. In der Schweiz gibt es eine Neutralitätsinitiative. Diese Neutralitätsinitiative möchte ich noch ansprechen, weil diese fordert eigentlich auf, dass die Schweiz auf keinen Fall der NATO beitritt. Ich finde das eine gute Idee. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Schweiz der NATO nicht beitreten sollte. Hier vielleicht ein Bild in die Schweiz. Wir haben hier viele Berge, viele Seen. Wir sind ein kleines Land. Wir sind nur 8 Millionen Menschen hier in der Schweiz. Aber wir sind eine direkte Demokratie. Das heißt, wir haben das Recht, dass wir unsere Regierung sozusagen auch sagen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und die Schweizer Regierung besteht ja aus 7 Bundesräten. Es ist im Ausland gar nicht so bekannt, aber wir haben 7 und die sind auch aus den großen Parteien, den größten 4 Parteien, die sind immer alle im Bundesrat, das ist die Zauberformel. Das heißt, wir haben keine Koalitionsverhandlungen, sonst immer die größten 4 Parteien sind im Schweizer Bundesrat. Und nach der russischen Invasion hat sich ein Bundesrat, Ueli Maurer, geäußert und er hat gesagt, ja, die Schweiz sollte die Neutralität nutzen und hat gesagt, die Schweiz kann sich als neutraler Kleinstaat zur Deeskalation beitragen. Und das muss auch unser Ziel sein. Das sagt der Bundesrat Ueli Maurer am 24. Februar 2022, als die russische Invasion in die Ukraine stattfand. Aber dann ist etwas Erstaunliches passiert. Nur 4 Tage später gab es extremen Druck auf die Schweiz. Und 4 Tage später hat dann ein anderer Bundesrat, Ignacio Cassis, unser Außenminister, gesagt, also die Schweiz übernimmt alle Sanktionen gegen Russland. Und das ist natürlich fatal. Da hat die Schweiz die Neutralität aufgegeben. Weil man wird dann auf der Seite von Präsident Zelensky Kriegspartei gegen Präsident Putin. Das ist eben nicht neutral. Neutral wäre, dass man sagt, hier gibt es Putin, hier gibt es Zelensky. Wir stellen uns weder auf die Seite von Putin noch auf die Seite von Zelensky. Die Schweiz liefert ja keine Waffen, das machen wir nicht. Aber wir haben am Wirtschaftskrieg teilgenommen. Und das Volk wurde nicht befragt, sondern das hat die Regierung beschlossen, da müsste man herausfinden, was da genau gelaufen ist. Also nach Kritik aus dem Ausland übernahm die Schweiz unter Außenminister Ignacio Cassis hier im Bild am 28. Februar, also schon nach 4 Tagen, alle EU-Sanktionen gegen Russland und gab so ihre Neutralität im Ukraine-Krieg auf. Ich finde den Titel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung noch gut. Neutral, aber gegen Putin. Schweizer Kehrtwende. Und das ist natürlich fatal, weil natürlich ist die Invasion von Russland in die Ukraine ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Aber auch der Angriff der USA auf den Irak 2003 war ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Also wir können nicht die Neutralität immer aufgeben, wenn gegen das UNO-Gewaltverbot verstoßen wird, sonst müssten wir sie jedes Jahr aufgeben. Ich habe dann gepostet auf Facebook oder auf Instagram, habe ich gesagt, die Schweiz sollte neutral bleiben und vermitteln, statt am Wirtschaftskrieg gegen Russland teilzunehmen. Das habe ich im Juni 22 gepostet, weil die Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union wurden ja gar nicht vom UNO-Sicherheitsrat abgesegnet, sind darum für die Schweiz überhaupt nicht bindend. Die Schweiz ist nicht Mitglied der NATO und wir sind nicht Mitglied der Europäischen Union. Wir sind außerhalb der EU. Ja, wir sind Mitglied der UNO und wenn der UNO-Sicherheitsrat diese Sanktionen abgesegnet hätte, dann hätte die Schweiz das mittragen müssen. Aber im UNO-Sicherheitsrat haben die Russen ein Veto und die blockieren natürlich dort alles. Darum wird der UNO-Sicherheitsrat niemals Sanktionen gegen die USA, China oder Russland, Frankreich oder Großbritannien verhängen, weil das Vetomächte sind im Sicherheitsrat. Jetzt habe ich das schon gesagt, die Schweiz ist eine direkte Demokratie und wir haben das Instrument Volksinitiative. Und mit der Volksinitiative können Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine Änderung der Bundesverfassung verlangen. Und dafür braucht es 100.000 Unterschriften und dann kommt die Vorlage zur Abstimmung. Also in der direkten Demokratie hat das Volk das letzte Wort hier, Landsgemeinde in Glarus, da sind die Leute sogar präsent noch vor Ort. Und jetzt hat es eine Volksinitiative gegeben, die heißt Neutralitätsinitiative.
finde ich sehr spannend. Die wurde eingereicht am 11. April 24, also eigentlich genau zum 75. Jahrestag der NATO. Und sie wurde mit mehr als 130.000 Unterschriften eingereicht. Es braucht nur 100, also es sind 130, immer besser, ein bisschen mehr Unterschriften einzureichen. Es ist noch nicht klar, wann darüber abgestimmt wird, aber ich bin sicher, die Abstimmung kommt und die Initiative fordert, die Schweiz darf keinem Militär- oder Verteidigungsbündnis beitreten. Sie darf also nicht Mitglied der NATO werden. Und auch wichtig, die Schweiz verzichtet auf nicht-militärische Zwangsmaßnahmen, also zum Beispiel Wirtschaftssanktionen gegen kriegsführende Staaten. Sie darf daher nicht am Wirtschaftskrieg gegen Russland teilnehmen und die Schweiz dürfte auch nicht jetzt einen Wirtschaftskrieg gegen die Ukraine führen und sozusagen mit Russland sozusagen Sanktionen gegen Präsident Zelensky erlassen. Das auch nicht. Sondern einfach neutral bleiben und vermitteln. Die Schweiz kann eine Armee haben, ja, im Inland, aber diese Armee soll nicht sich an irgendwelchen Kriegen beteiligen. Ja, und das finde ich eigentlich sehr wertvoll. Ich unterstütze diese Neutralitätsinitiative. Wenn die zur Abstimmung kommt, werde ich sicher dafür stimmen, dass die Schweiz auf keinen Fall der NATO beitreten darf. Es muss aber halt das Schweizer Stimmvolk entscheiden. Meine Meinung ist eine unter vielen. Man wird sehen, was das Stimmvolk entscheidet. Wenn man die NATO-Karte anschaut, sieht man, die Schweden und die Finnen sind jetzt eben Mitglied der NATO. Das ist also, das sind schon mal zwei Länder, die Neutralität verlassen haben. Ich glaube, das war ein Fehler der Schweden und der Finnen. Die Schweizer und die Österreicher sind noch neutral. Auch Irland, Bosnien und Serbien sind neutral. Und ich glaube einfach, die neutrale Position ist die bessere Position. In dem Sinne hoffe ich, dass ich euch einige Anstöße gegeben habe, um über die NATO nachzudenken, die eben jetzt in diesem Jahr 2024 75 Jahre alt geworden ist. Danke für die Aufmerksamkeit.